Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Against the Storm. Hier in einer sehr, sehr feindseligen Mission. Es sieht nicht gut aus. Die Echsen, obwohl wir Nieselregen haben, sind komplett unglücklich, obwohl sie jetzt auch Dörrfleisch bekommen und eigene Häuser. Und es geht trotzdem nicht hoch. Einzige, was wir jetzt retten können, ist gucken, ob es die nächsten Häuser noch was bringen. Ansonsten müssen wir tatsächlich weniger Holzfäller hier engagieren. Aber das will ich eigentlich ungern, weil wir brauchen Holz. Wir brauchen unbedingt Holz. Holz ist das Gold dieses Spiels. Sage ich. Jetzt geht's gerade hoch. Warum auch immer. Wahrscheinlich wegen dem Dörrfleisch. Ja, aber jetzt müssen wir sehen, dass wir hier die Häuser halt noch bauen. Aber ich weiß nicht, was unser Bilder gerade macht. Eine Harpie haben wir schon verloren und es war erst ein Sturm. Also ist schon krass. Stimmt, wir haben auch so Copper. Aber wir haben noch keinen. Was ist denn? Steht das hier? Ja, okay, es geht zumindest. Man kriegt kristallisierten Tau. Jetzt haben wir uns aber auch wieder verzettelt, weil wir haben durch den Abbau von, was denn eigentlich? Hier, von Lehm. Da kriegen wir ja auch Kupfer. Das heißt, im Umkehrschluss letztlich, wir können doch auch, müssen nicht über kristallisierten Tau gehen. Können wir aber auch. Wir müssen mal gucken. Ja, die Presse, die brauchen wir auch demnächst irgendwann mal, um die Dings zu bezahlen. Aber dann verkaufen wir jetzt auf einmal können wir das machen. Ab wann ist das nochmal mit dem Öl? Ab Stufe 4, ja. Das können wir auch nicht verhindern durch Wohnraum. Das hier können wir ja zum Glück verhindern durch Wohnraum. Null betroffen. Ja, jetzt ist auf einmal hier, jetzt geht es denen auf einmal viel besser. Ich weiß nicht, warum genau. Keine Ahnung. Vielleicht wegen dem Sommer. Es geht es denen im Sommer nochmal insgesamt besser als im Nieselregen. Könnte sein. So, ja, wir produzieren Dörrfleisch. Wir haben Fleisch und Schrimps haben wir blockiert. Davon soll Dörrfleisch gemacht werden. Das ist auch richtig so. Ich sag nur sehen, ich weiß nicht, ob die Biber, die essen doch dann auch Dörrfleisch, oder? Ehe sie nichts essen. Wir haben halt noch nicht mehr viele Eier. Aber wir könnten natürlich auch da unten das Trapper-Lager noch bauen, um Eier zu sammeln. Allerdings haben wir da nicht so krass 3. Oha. 2 Trapper-Lager, 3. Wie viele Teile kriege ich denn hier noch? 3. Dann müssen wir auf jeden Fall sehen, dass wir es einmal upgraden. Gehen wir auch gleich an unsere erste gefährliche Lichtung, glaube ich. Ich vermisse immer noch die Grundsteine für Holz. So, jetzt haben die Echsen auf jeden Fall schon mal 3 eigene Häuser. Das ist natürlich nicht schlecht. Was haben wir an Brettern da? 24, da können wir eigentlich den Bibern auch schon mal eigene Häuser geben. Zumindest ein paar. Und sollten wir auch schon wieder Lehm sammeln? Ja, noch geht's. Ich brauche halt neue Leute. Dauert noch 2 Minuten. Wir kriegen ja zum Glück hin und wieder mal Eier aus dem Forest. 5%. So, jetzt gibt's gleich auch den ersten Tau. Thank you.
Jetzt brauchen wir übrigens 5 Feldfruchtpakete. Tja, das wird schon schwieriger. Zumindest bis die Farm. Na, wenn die Farm läuft, dann geht's. So, jetzt haben wir das erste etwas gefährlichere Unterfangen hier. Das ist ganz gut. Und das hier. Das hier. Alter, wieso geht das in 8 Minuten los? In 7,5 Minuten. Ihr wollt mich da auch wieder komplett verarschen. Gut, dann müssen wir jetzt das nehmen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Da muss auch direkt, da müssen direkt 2 rein. Das hilft ja. Und der Sturm hat gerade angefangen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist was? Du Scheiße. Nee, das kann ich nicht machen. Jetzt während des Sturms. 4 Minuten. Ja, sollte eigentlich reichen. Dann warten wir noch. Ich kann das jetzt nicht hier im Sturm machen. Also sorry, aber das funktioniert nun wirklich nicht. Gerade abwarten. Jetzt kommen noch neue Leute. Also es bringt nichts, die weiter Baum fällen zu lassen. Das bringt gar nichts. Heißt, hier werden erstmal alle eingesetzt. Selbst das ist noch nicht genug. So geht es einigermaßen. Wie viel Holz haben wir? Ja, müsste aber reichen dafür. Wir müssen dann dran denken, direkt. Nee, das lassen wir mal. Lassen wir mal. Da. 24 brauchen wir noch, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall direkt dran denken, das hier zu machen nachher. Ah, jetzt kommt die erste. Scheiße, die kann ich ja gar nicht bezahlen. Und die scheiß Presse. Ich weiß gar nicht, woraus wir da das Öl machen können, ehrlich gesagt. Shit. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Wieso ist das denn jetzt? Wieso ist das eigentlich aktiv? Das ist doch bei was? Wieso ist das bei Feindseligkeit 4? Ich hab doch keine Feindseligkeit 4. Ich hab Feindseligkeit 1. Oder ist das, was zum Beginn des Sturms da steht? Kann das sein? Was passiert eigentlich sonst? Ah, Ressourcenknoten gehen einfach flöten. Wollen wir nicht. Außer es sind die Dinger hier. Die können wegen den Flöten gehen. Und jetzt gibt's Ecclestones. Und das können wir auch nochmal upgraden. Das habe ich mir nämlich befürchtet hier. Aber es geht zum Glück auch hier mit. Wie lange kann ich dafür Zeit? Noch 6 Minuten. Okay, immerhin. Keine Leute dafür. Ich habe halt einfach keine Leute dafür.
Wetter wird langsam eng. Wieso muss ich eigentlich 10 Öl zahlen? Da stand eben was von 5. Ich verstehe es nicht. Das ist überhaupt nicht aktiv. Lächerlich. Lächerlich auch, dass wir jetzt 300 Holz verbrannt haben hier. Hören wir jetzt auch auf. Und die Holzfäller gehen jetzt wieder rein. Juckt mich nicht. Aber die Biber, die müssen auf jeden Fall Holz fällen. Das geht nicht. Ein Problem. Ach so, das ist das Lichtungsding. Ja, ihr macht das jetzt noch gerade fertig. Hier geht's raus. Und du bringst das jetzt noch weg. Der ist gerade weg, ja, ne? Na komm. Gerade mal hier. Pflanzenfasern. Nee, nee. Gut. Ach so, jetzt müssen wir ganz schnell das hier machen. 24 Fleisch haben wir noch da, oder? Jo. Müssen wir gerade mal... Gut, der ist eh beschäftigt. Der alte Farluf. 14 Gold haben wir zum Glück. Hier. Ja. Der hat viele Baupläne. Tischler. Schmiede. Ne, den brauchen wir nicht. Aber die Schmiede, die hätte ich ganz gerne. Noch 12. Wieso sind jetzt 5 übrig? I don't rall. I really don't rall. Ja komm, die können wir auch noch wegballern hier. Das ist dann auch egal. Gut, dann können wir Werkzeuge machen. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Wir brauchen Feldfruchtpakete. Aber warten wir so ein bisschen. Das hier wäre natürlich jetzt auch nice. Davon habe ich aber tatsächlich gar nichts. Gemüse, Beeren, Pilze. Warte mal, Pilze können wir aber abbauen. Hier unten oder da oben. Hier sind Beeren. Ja. Das
sind nicht gerade happy, meine Leute. Wenig Nahrung jetzt auch. Weder genug Fleisch noch genug Schrimps. Ja, die Ranch können wir eigentlich auch demnächst bauen. Wird sowieso sein, dass wir oben nur das Lagerhaus noch bauen werden. So, was ist hier? Sind die bald mal fertig? Alter, das wurde aber knapp hier, die ganze Nummer. Oh, zum Glück hat das noch funktioniert, ey. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wenn ich da oben jetzt Pilze abbaue, sollten wir die auch verbieten. 24 Pilze brauchen wir. Boah, ich brauche Leute, ey. Jetzt müssen die das alles erst dann noch rübertragen. Ich glaube, das machen wir nur... Ah, die Pestvollzysten sind da. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall reagieren. Die killen nämlich sonst Leute. Definitiv. Was ist das? Oh Gott. Vier Bretter, drei Ziegeln, zwei, ja, ist alles da, gut. Dann baut das mal schnell, bitte. Stoff können wir gerade mal aufhören. Er sammelt sich hier ein Wolf. Hier gäbe es übrigens 40 Pilze. Für Stein, aber das haben wir nicht. Sind wahrscheinlich 5, ne? 5 Zisten oder was? Ja. Sie brauchen 5. 5 mal läutern das Feuer. Das wird aber auch eine Nummer. Was kommen jetzt nochmal neue Leute? Jeden Moment. Na kommt, ich brauche euch doch. Ihr seid so wichtig.
So, 2, 5, 5 gegen 3 auf jeden Fall. Und da haben wir auch 25 Gemüse. Das heißt, wir können das jetzt hier machen. Nehmen wir halt Gemüse. Und ballern da, warte mal, das müssen wir auch verbieten. Ehe das jetzt hier weggeschnabuliert wird. Und ballern da mal direkt zwei Leute rein, die sich darum kümmern. So, und hier ballern wir drei Leute rein, die sich hier um kümmern. Warte mal, das macht keinen Sinn. Hier sollte eine Harpie rein. Müssen wir uns eh mal merken. Aber wir haben jetzt zwei Harpien. Wo arbeitet denn die andere? In der Ranch, glaube ich, ne? Ja. Ich hab da jetzt mal gerade einen Biber rein. Und hier noch eine Harpie. So, dann macht ihr jetzt mal schnell läuterndes Feuer, bitte. Was haben wir an Getreide da? Ja, hier können wir jetzt mal gerade die Feldfruchtpakete machen mit einem von euch. Was habe ich jetzt gesagt? Das ist alles... Nein, das ist nicht erlaubt. Oh, 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 oh. Was sagen? Gut, Häuser haben wir zum Glück gerade noch genug. Wir müssen sehen, dass wir Platz schaffen. Beziehungsweise die drei werden abgerissen. Wir können schon mal ein Harpienhaus in Auftrag geben. Ist das richtig hier? Ja, ne? Das hier dauert ja zum Glück nicht lange. Der ist immer noch am Rumtragen. Feuer wird gemacht. Zumindest werden wir wahrscheinlich zum Sturm hin drei fertig haben. Das da oben ist fertig, ist jetzt aber gerade auch nicht so unendlich wichtig. Ich sollte jetzt mal gucken, vor dem Sturm, dass wir nicht auf Level 4 sind. Und dann mal gucken, ob das hier mit dem Öl... Aktiv durch Feindseligkeit 4. Oder ist das egal? Das ist... Oh, das ist leer. Haben wir aber hier noch was. Jetzt sind wir Feindseligkeit Stufe 3. Das heißt, das ist eigentlich nicht aktiv, wenn ihr mich fragt. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher. Hier ist jetzt irgendwie wieder irgendwas dazukommt und hochschnellt. So, jetzt ist kein Holzfäller mehr aktiv. Können wir jetzt mal gerade gucken, dass wir... gut, die bleiben drin. Die müssen ja gleich noch arbeiten. Aber hier kann wieder einer rein. Hier können wieder welche rein. Hier kann einer mehr rein. Hier oben kann einer mehr rein. Hier können sie wegen mir auch was sammeln. So, dann sind die schon mal alle besetzt. Hier sind sie gleich fertig, hoffe ich. Ich fange noch nicht mal an. Aber jetzt hat es funktioniert mit dem mit der Lieferung von Öl. So, die Pestpolizisten werden weggemacht, das ist gut. Hier kann einer rein. Weil nee, hier kann keiner rein. Gut, sind schon alle weg. Du kannst mal raus und du kannst hier rein. Jetzt wollen wir mal gucken, was machst du überhaupt? Du machst Fleisch mit beidem erstmal. Und wir müssen sehen, dass wir euch wieder glücklich bekommen. Vielleicht sogar schon einmal. Zumindest für die Biber und die Echsen, für die Harpien nicht. Zysten sind auf jeden Fall alle weg. Das ist gut. Hilft mir jetzt gerade nicht anders. Ich muss die Harpien retten. Komm, 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 auf eins, ja. Gut. Das verbrennt natürlich jetzt ordentlich Holz.
Aber da machst du nichts. So, die sind alle weg. Ja. Das eine bleibt da. Erstmal. Warte mal. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier, die kann raus. Die kann rein. Der kann hier rein. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Nahrung. Das haben wir fertig. Nochmal 4 Leute. 20, 10. Gut. Gibt zumindest mal einen Bauplan. Den Grill. Warte mal, jetzt muss ich immer gucken. Ich glaube, die Harpien. Nee, die essen Dörrfleisch. Der Werkzeugladen ist da. Wir haben noch keine Werkzeuge, oder? Doch, wir haben die Schmiede ja gekauft. Wir doofs. Stimmt, wir haben die Schmiede gekauft. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ich brauche Pasteten und Kekse. Wieder mal. Freizeitbildung. Bildung, ja. Freizeit, einmal. Was hat das Forum nochmal hier? Die Chance doppelten Ertrag erhöht sich auf 15%. Ist natürlich nicht so schlecht. Allerdings wäre mir der Tempel lieber. Aber ja. Was machen wir hier? Einmal zurücksetzen. Oder die Metzgerei nehmen. Nee, machen wir zurücksetzen. Markt, kristallisierter Tau. Ach, da ist die Mühle. Gut. Oder die Plantage. Aber nee, wir brauchen die Mühle. Gut, dann haben wir jetzt schon mal eine Chance, das Mehl zu produzieren. Brauchen wir nur noch eine Chance, das auch umzusetzen. Ich will nicht mehr so viel Holz verbrennen. Sie muss noch einmal Feuer machen. Dann haben wir 5 für die nächste Ladung. Was ist jetzt passiert? Keiner weiß es. Das Holz dürfte jetzt eh gleich alle sein. Gut, müssen wir jetzt gucken. Ganz knappe Nummer hier. Das bringt gar nichts. Das ist zu lang. Das bringt mir aber nichts. Wie soll ich die... Freckt. Ist mir jetzt auch egal, ey. Ganz ehrlich. Dann freckt halt eine. Nur der Biber freckt nicht. Komm, 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 Sturm, 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 Sturm. Das reicht nicht. Der freckt. Och Mann. Da machst du nix. So, jetzt erstmal schnellstens neue
Holzfällen hier rein. Oh no. Ja. Ja, auch mit dem Scheiß. Okay, die Harpien sind immer noch unglücklich. Brauchen wir noch ein Harpienhaus. Wo arbeiten denn die anderen beiden Harpien? Ach, in der hier, ne? Oh nee, das ist alles wieder so ein Schrott. Das ist alles Schrott. Schlägereien, ey. Ich weiß es nicht. Nehmen wir den Perimeter. Was soll das denn? Was anderes gibt's nicht. Also richtig beschissene Grundsteine hier. Vor allem bringen die mir alle nichts im Sinne von Holz. Von den Holzfällern. Ja, und die Harpie hier, die geht jetzt. Die nächste. Aber ich weiß ja nicht, was da jetzt los ist. Die sind alle sehr, sehr unglücklich. Aber wir haben ja eigentlich, kann es nur am Essen liegen, oder? Wenn wir alles wieder erlauben. Boah, das war knapp. Die hatte ich mir gar nicht angeguckt, oder? Das hätte ich ganz gerne. Nö, das brauchen wir alles nicht. Reicht so. Ja, weiß nicht, was hier mit den Leuten los ist. Ich brauche halt nur Häuser. Gebe ich ja gerne zu. Aber... sind alle enormst unglücklich. Gibt jetzt Dörrfleisch. Eigentlich müsste es jetzt hochgehen. Leute, Harpien,
So, das ist eher. Ja. Dann lief halt, ist mir auch egal. Ist halt so. So, jetzt geht's noch, natürlich, nachdem sie gelieft ist. Die Ungeduld ist übrigens auch sehr, sehr hoch mittlerweile. Ja, können wir mal gucken, was hier noch für Aufgaben auf uns warten. Fleischspieße und Echsenhaus. 8 Stück. Bedürfnis nach Fleischspießen. Das Bedürfnis nach Fleischspießen. Nee. Die Aufgabe hatten wir in der letzten Runde auch schon mit den 65 Pilzen. Ist hier wahrscheinlich was einfacher zu erfüllen. 4 Ereignisse lösen. Gib den Handwerker. Aber ich glaube, warte mal, was ist das? Nach Religion. Ach du Scheiße. Beides ist scheiße. Das ist auch beides scheiße. Es kann nicht sein. Ich krieg nur scheiß Aufgaben mit scheiß Belohnungen und ich krieg auch noch scheiß Grundstein. Ich krieg gar nichts Gutes einfach. Nichts. Und ich baue doch nicht 20 hier so Harmonie-Scheiße. Ey. Was war das? Empathie, ja. Eingelegte Nahrung, ja. Wäre ja schön. Das ist alles Mist. Die ganzen Aufgaben sind Mist. Mann, ey, Wahnsinn. Keine Bretter mehr, ey. Ziegeln haben wir aktuell mal genug. Da brauchen wir das Mehl jetzt schon, nö. Aber die Schmiede, da können wir natürlich drüber nachdenken, schon mal die Werkzeugproduktion ein bisschen an den Start zu kriegen. Weil dann können wir schon mal ein paar Aufgaben lösen. Weil die Ungeduld ist momentan halt echt übel. Wobei wir auch nicht viel Tau haben. Können wir schmelzen? Nee, ne? Schon wieder ein Lager. Da müssen wir mal gerade warten. Aber wir kriegen auch so gerade Leute. Da nehmen wir das. Wäre die andere Wahl doch besser gewesen. Ich habe nämlich gar keine Talinskos mehr, aber gut. Gemacht ist gemacht. Folge noch schon längst zu Ende. Na gut, Leute, dann gucken wir mal, ob wir das noch irgendwie gerettet kriegen in der nächsten Runde. Ich glaube ja nicht, aber ich sage tschüss, macht's gut, Eurelie.